Kannst mir mal nicht so dicht auf die Pelle rufen? Du rutschst mir auf die Pelle! Oh. Dann bleibt unser Geheimnis, Dabbeli. Ja, ich sag das niemandem. Okay, ich auch nicht. Wir auch nicht. Ich hoffe, ich bin mir nicht sicher, ob ich das für mich behalte. So, jetzt ist endlich vorbei. Oh Gott. Was ist denn passiert? Ah, Herr Blake, was ist denn passiert? Darüber möchte ich wirklich Ach, nicht reden, Frau Sommer. Seien Sie doch mal selbstlos. Aber es wird mich ein bisschen ablenken. Wird Sie ein bisschen ablenken? Kommen Sie schon. Also, seien Sie doch nicht so. Herr Rabe. Was ist denn? Können Sie jetzt mal... Ich sag doch gar nichts. Danke. Ja, eventuell habe ich da eine kleine Dummheit gemacht. Was genau? Eventuell hatte ich mich auf einen Sorgerechtsvertrag für diesen Teddybären eingelassen. Mit wem? Das möchten Sie nicht wissen. Doch will sie! Ich glaube, ich will es wissen. Eventuell mit einem Mitglied der Bloods. Nein. Ein weibliches Mitglied der Bloods. Ich habe lacht. Gibt's da nicht nur eine? Kann sein, weiß ich nicht. Ein Sorgerechtsvertrag mit dem Teddy. Es tut mir total leid, aber so wie Rabe lacht, muss ich einfach mitlachen. Ja, ich habe vielleicht nicht ganz drüber nachgedacht, was ich da getan habe. Wirklich? Eventuell war das nicht meine schlauste Idee. Wie ist denn das denn verlaufen und was ist daraus geworden? Eventuell habe ich mich darum gekümmert, dass dieser Vertrag nichtig ist. Hat das denn was gekostet, Herr Blake? Eventuell musste ich Frau Ella Jones bezahlen dafür, Frau dass Ella sie diesen Jones? Vertrag... Ja, Frau Ella Jones! Man kann es kaum glauben! Moin! Leitstelle müssen Sie anrufen, ich bin die nicht. Verdammt! Wer ist denn die Leitstelle? Der Herr Bärmann. Haben Sie die Nummer? Ich bin so doof. Ja, Sie haben recht. Entschuldigung, ich dachte, ich rufe... Ja, Entschuldigung, vergessen Sie es. Ich rufe die Leitstelle. Sorry. Ja, kein Ding. Ja, sekundenscharf. Mit dir teile ich nochmal meine Schokolebkuchen-Dinger. Hey! Adams, willst du Schokolebkuchen? Ja. Hier, bitte. Kriegst du einen. Dankeschön. Und dann esse ich jetzt den letzten. Nein! Der wird bestimmt ultra lecker sein. Teile! Lass mich kurz überlegen, bevor ich Nein sag. Nicht teilen? Nein. Ja. Oh Gott. Das ist grün. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Sogar vorne sitzen. Yay. Wollen auch mit echten Männern fahren hier. So Waschlappen oder abziehen. So ein Adams, oder? Oh, mein Gott. Was hast du getan? Ich weiß es nicht. Das sieht aus, als wäre es nicht mehr so fahrtauglich. Das hört sich super an. Gut, ich danke, Frau Sommer. Gerne. Mehr wollte ich nicht. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Nein, 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 nein. Spider-Car. Timing. Geschichten, die das Leben schreibt. Warum müssen wir denn ausgerechnet von 100.000 Bürgern hier die eine treffen? Oh Mann. Die eine oder keine. Keine andere Frau schicke ich lieber in den Bau. Schön. Ja, so ist das mit Ex-Partnern. Das kann man sich nicht immer aussuchen. Wir waren keine Partner. Okay. Vertragsstrafe ist, dass wenn eine Partei nicht die Vertragsvereinbarungen einhält, dass das Individuum in Form des Teddys dann an die andere Vertragsperson also, übergeht. Es gibt Können Sie nicht einfach einen neuen Teddy zeugen? Okay, weiter komme ich nicht, ne? Okay, jetzt heißt es für mich nur, dass ich hier irgendwie wieder runter muss. Und wir üben das an der Treppe. Die hat funktioniert. Oh Gott. Hier oben ist nichts zu sehen. Die Treppe nennt sich Leiter.
Frau Summer. Au! Scheiße! Au! Ist das passiert, was Au. Ich gerade... Ich hab mich aufgepasst und bin einen Schritt zurück. Au! Der Herr, was kann ich für Sie tun? Der Herr, sind wir da schon angelangt, Summer, ja? Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wie siehst du aus? Wie geht's dir? Holy fucking shit! Ich hab dich ewig nicht gesehen! Scheiße, wie siehst du aus? Ich bin Hitman. Ich merk das schon. Ich schäme mich so sehr dafür. Ich möchte euch nochmal sagen, ich habe diesen Text nicht selber geschrieben und habe ihn auch nicht vorher gesehen. Ansonsten würde dieser Text da so nicht stehen. Der kommt nicht von mir. Es steht dort, sie ist der hellste Stern von Twitch, der jeden Tag für ihre 100.000 Follower strahlt und das natürlich mit einer raketenartigen Wachstumskurve, in deren Schatten alle farblosen Möchtegerns verblassen. What? What? So, Mikrofon funktioniert schon mal. Eigentlich sollte von Tinker, ich höre auf jeden Fall schon Geklapper. Vielleicht spricht die ja auch mit uns. Wenn ich den Mund voll habe und spreche, kriege ich immer gesagt, sprich nicht mit vollem Mund. Dann sprich ja nicht mit vollem Mund. Fick dich. Aber dafür kann ich wollte heute ein YouTube-Video hochgeladen haben. Ich wollte gestern ein YouTube-Video hochgeladen haben. Also sie sind oben, ich muss sie nur freischalten. Ja. Ich hab's gestern vergessen, ich hab's heute vergessen, jetzt bin ich auch schon wieder da. Freunde, ich morgen... Ich hab ein Video hochgeladen. Morgen gestern. 12 Uhr kriegt ihr ein YouTube-Video. Werbung. Werbung? Was? Ich hab Werbung für mich gerade gemacht. Wieso? Weil ich gestern ein Video hochgeladen habe. YouTube, auf meinem Kanal. Ja, aber... Können die Leute gucken. Ja, aber... Ich meine, deine sind ja nicht so gut wie meine. Karma! Achso, weil wir gerade bei Dissen sind. Ich bezahle Karma ein bisschen mehr, damit deine Videos ein bisschen schlechter sind als meine. Wo wir gerade bei Dissen sind, was willst du denn jetzt von mir? Sieh erstmal die Wolldecke aus, wenn ich mit dir rede. Schlo und ich sind einkaufen. Noch nicht. Also, Schlo und ich... du erzählst die Salami-Nummer. Ja. Du kannst mir am Arsch lecken. Weißt du, wie peinlich das ist? Ja, deswegen erzähle ich das jetzt. Also. Also, ich habe nicht wirklich gedacht, dass das so ist, ja? Aber... Ja, du kannst mir echt gerne rauchen. Ja, gerne rauchen. Ist dir das zu peinlich? Mhm. Also, sind Schlo und ich einkaufen? Ich find's witziger, wenn ich es erzähle, wenn der dabei ist und sich ein bisschen schämt, oder? So, da waren wir also einkaufen, der liebe Schlo und ich, und haben uns überlegt, ja, was machen wir? Irgendwie übers Wochenende, ja, vielleicht einfach ein bisschen Wurst und Käse einkaufen, dann können wir uns ein Brot zwischendurch machen. Und Schlo steht beim Metzger, und es war so eine große Salami, und er sagt, boah, ich hab voll... Kennt ihr diese großen Salamis mit diesem weißen Schimmelrand drum? Mega lecker. Und er wollte unbedingt also so eine Hälfte von so einer Salami haben und lässt sich die einpacken und die liegt im Warenkorb. Und ich sag, die Salami heißt Felino. Das heißt Katze. Also kurz zur Erklärung, Felino ist Spanisch und bedeutet Katze. Und Schlo guckt und ich hatte diese Salami an und legt sie in irgendein Regal. Ich sag, was machst du? Ich esse keine Katze. Also, ich wusste eigentlich, dass das keine Katze ist. Aber warum heißt diese Salami Katze? Ich sag, Schatz, das ist keine Katzensalami. Warum heißt das denn so? Ich sag, das ist keine Katzensalami. Bist du dir sicher? Schatz, ja. Ich nicht. Ich sag, ich frag die Verkäuferin. Ja, aber dann mach du das mir peinlich. Das ist voll peinlich. Du kannst ja nicht die Verkäuferin fragen, ob die Salami Katze ist, weil natürlich ist das keine Katze. Aber es natürlich. Er war sich so sicher, dass er sie nicht mehr essen ja, wollte. Ja, weil wenn da 0,1% Chance ist und ich war mir zu 99,99999999% sicher, dass das natürlich keine Katze ist, aber wenn nur 0,000001% Chance ist, warum heißt die Salami auf Spanisch Katze? Also bin ich hin und habe die Verkäuferin gefragt, ob diese Salami aus Schweinefleisch ist. Sie sagte ja. Ich sag 100%, weil sie heißt Katze und wir wollten nur sicher gehen, dass keine Katze drin ist. Und sie fing voll an zu lachen und meinte so, nein, es ist definitiv keine Katze in dieser Salami. Also hat er sie mitgenommen. Wie kann ich denn eine Salami Felino nennen? Und ist jetzt sehr glücklich darüber, dass er eine Salami hat, die nicht aus Katze besteht. Die ist auch lecker. Aber wie kann ich denn eine Salami Felino nennen? Die Verkäuferin erzählt jetzt noch zu Hause, da kamen die Deutschen, ne? Da kamen die Deutschen und fragen, ob wir Schweizer Salami aus Katze machen. Crash and burn, I found myself.